So, moin Leute, der Vex hier. Willkommen zur wohl 1000. Aufnahme, weil ich es auf keinen Fall gebacken bekomme, so ein dummes Informationsvideo zu machen, weil ich irgendwie, ich hab's voll nicht drauf, so ein dummes Informationsvideo zu machen, aber ich möchte es einfach machen. Weil es einfach ein paar Dinge gibt, die mich stören. Ja, fangen wir direkt mal mit dem an, was mich eigentlich stört. Es geht um Alan Wake. Mich stört es ein bisschen, dass das nicht so viel Resonanz bekommt wie andere Spiele auf meinem Kanal. Es ist klar, ihr seid wahrscheinlich mehr auf Ego-Shooter fixiert oder ja, eben auf Spiele, die nicht dem Genre Horror angehören. Und das stellt ein kleines Problem dar, weil ich wirklich ziemlich viele Horrorspiele machen werde, einfach weil ich auch mein Let's Player-Dasein mit Horrorspielen begonnen habe und auch gar keine Lust habe, irgendwie damit aufzuhören, weil ich Horrorspiele liebe. Sie machen Spaß, haben eine gute Story, sind spannend und erschrecken mich. Und genau deshalb spiele ich sie auch und genieße sie. Und einige, was heißt einige, ziemlich viele von euch sind eben nur auf Ego-Shooter-Spiele fixiert, genau. Trotzdem habe ich jetzt fast schon 1000 Abonnenten, ne? Und unter diesen 1000 Abonnenten müssten sich doch mindestens die Hälfte befinden, ne? Die sich auch für Horrorspiele interessiert. Weil ziemlich viele von euch kommen, was heißt ziemlich viele, sehr viele kommen von euch, ja, von meinem alten Kanal Vex42 oder sind eben schon seit dem Anfang dabei. Und viele von euch kamen ja auch jetzt durch den kleinen, durch das kleine Vorstellvideo von Skunky. Ich weiß, was Skunky für Spiele Let's Playt. Und es sind nicht nur Ego-Shooter, also es sind wirklich wenige Ego-Shooter dabei. Und deshalb dürftet ihr euch doch auch für das eine oder andere Horrorspiel interessieren. Ja, das war so das, worauf ich hinaus wollte. Natürlich kann es auch noch damit zusammenhängen, dass momentan wieder der scheiß Abo-Box-Bug auf YouTube rumläuft. Finde ich klasse, dass YouTube lieber neue Features hinzufügt, die noch mehr Bugs verursachen, als alte Features zu fixen, ne? Sodass keine Bugs mehr da sind. Finde ich klasse, YouTube. Mach weiter so. Irgendwann ist die Seite dann offline. Ja, es kann aber auch einerseits daran liegen, dass ich einfach mal ziemlich viele Projekte starte und ja, dann auch mal wieder abbreche. Und dann habt ihr irgendwie 10% des Spiels gesehen und müsst es dann woanders weiterschauen, obwohl ihr euch eigentlich schon darauf gefreut habt, mehr als 10% zu sehen und so weiter und so fort. Könnte alles damit zusammenhängen. Aber trotzdem, bevor ich hier das Video jetzt zu lange mache, weil ich weiß, dass ich eh wieder rede und es ist sowieso ziemlich vielen egal. Ein Link des Videos ist in der Beschreibung und wenn ihr auf das Video klickt, das ihr gerade anschaut, also dieses Info-Video, dann werdet ihr auch zum Alan Wake Part 1 verlinkt. Gut, das ist alles, was ich sagen wollte. Wenn nicht, könnt ihr auch was in die Kommentare schreiben, wenn ihr verstanden habt, was ich damit sagen wollte. Mit diesen 3 Minuten, die ich euch gerade genommen habe. Muhaha. Ja, das war's. Man sieht sich dann.